Schäden durch Corona-Maßnahmen und mangelnder Nutzen, Ausrufezeichen. Die ganzen psychischen Schäden der Kinder. Weil gerade die JungsInnen wollen natürlich das Leben erkunden, neue Sachen ausprobieren, dies tun, das tun. Und es konnten die alles nicht tun, weil sie eingesperrt waren zu Hause mit ihrem Handy und sich dann irgendwo anders reingeflüchtet haben. Der Lockdown ist das Unsolidarischste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Genau so ist es. Aber wurde durchgezogen. Alle Regeln der Empathie, der Pädagogik weggewischt. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt: Es ist ein zweites Video von dem Vortrag von Dr. Gunter Frank. Schäden durch Corona-Maßnahmen und mangelnder Nutzen, Ausrufezeichen. Also, wir gehen jetzt mal auf die Schäden ein, die durch die Corona-Maßnahmen aufgekommen sind und finde ich ein wichtiges Thema. Darauf möchte ich mit ganzem Herzen aufmerksam machen. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Laden jetzt. Laden mit den Männern, Alter. Let's go. Da gibt es ja, das wissen Sie, nach etwa 2 Jahren hat man dann endlich mal versucht abzuschätzen, was treiben wir da eigentlich in der Pandemiepolitik. Da gab es den Sachverständigenrat. Nach 2 Jahren haben sie mal so gedacht, okay. Der tagte dann. Und es lohnt sich zu lesen. Die schreiben da relativ heftige Sachen. Die ganzen psychischen Schäden der Kinder. Die, auch die Problematik in der dritten Welt, die das ausgelöst hat. Ja? Und unser Lockdown hat den Hunger in Afrika potenziert. Hat Menschenrechtsverletzungen in Afrika potenziert. Hat von Kinderehen, die hochgegangen sind und so weiter und so fort. Das sind alles Folgen des Lockdowns. Das sind die Themen, die halt nicht angesprochen werden, ne? Ja. Leider, ich finde es so wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt. Vor allen Dingen auch so, gerade was Psychologie angeht, so, ne? Weil ich glaube, diese ganze Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, was LGBTQ angeht, das ist auch viel zurückzuführen auf die Lockdown-Zeit, so. Ich glaube, dass sehr viele Kids vor allen Dingen in der Zeit einen Knacks bekommen haben und sich zu viel mit Social Media beschäftigt haben und sich in irgendwelche Bubbles verloren haben und dann sich davon beeinflussen lassen haben, ihre Identität teilweise verloren haben und jetzt dann ganz komische Dinge teilweise tun. Und das haben wir auch in der Dokumentation gesehen, Trans ist Trend, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich hoffe, dass ich auch die Möglichkeit habe, es auf YouTube hochzuladen. Wenn nicht, gibt es das auf Rumble bei mir, meine Reaktion darauf. Da gab es auch einige Kids, wo die Eltern gesagt haben, dass es in der Corona-Zeit so war, dass sie sich dann mit diesen Bubbles auseinandergesetzt haben und die dann aufgesaugt wurden von diesen Leuten und dann auf einmal gesagt haben, ey, ich will keine Frau mehr sein oder ich will kein Mann mehr sein und so. Also ich glaube, dass es gerade bei Kindern und Jugendlichen extrem psychische Probleme hervorgerufen hat, diese ganze Lockdown-Zeit, weil gerade die JungsInnen wollen natürlich das Leben erkunden, das Leben sehen, neue Sachen ausprobieren, erste Mal feiern gehen, dies tun, das tun. Und das konnten die alles nicht tun, weil sie eingesperrt waren zu Hause mit ihrem Handy, mit ihren Eltern und sich dann irgendwo anders reingeflüchtet haben. Und je nachdem, wo sie sich reingeflüchtet haben, glaube ich, hat das extreme Auswirkungen auf ihr weiteres Leben so. Und auch Perspektivlosigkeit und so. Wenn du zum Beispiel gerade deine Schule abgeschlossen hast und dann erstmal ein paar Monate zu Hause sitzen musst und dich nicht wirklich für eine Ausbildungsstelle bewerben kannst und diese ganzen Sachen. Also du warst nicht frei als Kind, als Jugendlicher. Und diese fehlende Freiheit, glaube ich, die hat einen Einfluss auf die Köpfe der Menschen. Gerade auch bei Erwachsenen ist es so, dass sie sich seit Corona nicht mehr so frei fühlen und anders fühlen einfach. Weil diese Zeit was mit denen gemacht hat. Und ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Dann heißt es Solidarität, Lockdown, sind wir solidarisch? Nee, der Lockdown ist das Unsolidarischste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Genau so ist es. Aber wurde durchgezogen. Und was da an humanitären Katastrophen abgelaufen ist. Also da stocken einem wirklich die Worte, Sie kennen die Fälle. Was in den Krankenhäusern für Dramen waren. Ja, Angehörige durften ihre Sterbenden nicht mehr besuchen. Ich habe einen Fall, da habe ich ein Gutachten geschrieben. Da hat man einen 85-Jährigen, der fit war,
Ja, und der mit einer gleichaltrigen Lebensgefährtin zusammenwohnte, der war wegen einer Gallenleidens war im Krankenhaus, hat dort dann Covid bekommen, den hat man 3 Wochen auf seinem Zimmer verwahrlosen lassen. Ja, er war Ansteckungsquelle, sonst gar nichts. Lüftung, Klimaanlage kaputt, Hörgerät, nicht die Batterie ausgetauscht und seine Lebensgefährtin durfte ihn nicht besuchen, weil sie nicht geimpft war. Das nenne ich doch mal Solidarität, Freunde, oder? Ja, Katastrophe. Kinderheime mit einer Kindererzieherin erzählt. Ja, erst macht man den... Und vor allem gerechtfertigt auf was, weißt du? Gerechtfertigt auf welche Zahlen, Dicker? Auf welche Situation? Kindern Angst, wie schlimm das ist und dass sie schuld sind, wenn die Großmutter dann qualvoll erstickt. Dann macht man Tests in den Kinderheimen und wenn ein Kind dann positiv getestet wurde, hat man es eine Woche auf dem Zimmer eingesperrt. Das Essen hat man vor die Tür gestellt. Es durfte zur Toilette, wenn der Gang leer war. Überleg mal, was das für dieses Kind für was sich da einbrennt. Weißt du, was ich meine im Gehirn? Die Kommunikation hat man kurz gehalten und das nur mit Maske und der geöffneten Tür. Das alle Regeln der Empathie, der Pädagogik weggewischt. Ja. Diese Mitarbeiterin hat mir erzählt, sie hat sich abends dann auf die Zimmer geschlichen, um die Kinder mal in den Arm zu nehmen. Ein Kind hat dann zu ihr gesagt, wann fängt denn das blöde Corona endlich an? Die hatten nicht mal Symptome. Und in Schulen, es ist vollkommener Irrsinn. Die Alten in den Altenheimen sind vereinsamt. Kinder mussten teilweise in so Schlangen in die Schule gehen mit Maske auf und durften in so Viereck. Digga, ist euch das eigentlich klar, was da passiert ist, Bro? Sorry, ich muss das nochmal ganz... Für wen das normal ist und für wen das gerechtfertigt ist, Digga, weiß ich auch nicht, was mit dem verkehrt ist. Aber was denkt ihr, was das macht mit Kindern, wenn die nur in so Vierecken spielen dürfen und nur einer gleichzeitig und alle, und wenn du in ein anderes Viereck rein willst, dann darfst du da nicht rein, Digga. Ist dir da eigentlich bewusst, was das für Auswirkungen hat langfristig auf dieses Kind? So? Das ist, Bruder, das ist, Bro, das ist gestört. Das ist crazy. Das ist krank. Ich muss es so sagen, wie es ist. Menschenrechtsverletzung, wenn man mich fragt. Ja, safe. Sehe ich genauso. Also wenn da irgendeiner kommt mit Nächstenliebe und Impfen ist Liebe und so was, das. Sicherheit geht vor, schreibt einer. Ah, jo, Digga, Sicherheit geht vor alles, ne, Bro? Lass mal stehen. Also. Alte Menschen alleine verrecken lassen, passt schon. Waisenkinder alleine in ihren Zimmern einzusperren, knastmäßig Essen vor die Zimmertür gestellt bekommen, alleine nachts, wenn die Gänge leer sind, auf Toilette gehen. Passt schon, Digga. Sicherheit geht vor, Bro. Oh Mann, Alter. Das ist, und das sind die gleichen Leute, die in dieser Zeit gesagt haben, wir müssen solidarisch sein. Und jetzt sieht man, wie solidarisch diese Menschen eigentlich selber sind, weißt du? Das ist traurig. Das sind Menschen, das sind Leute, die... Ich habe dafür keine Worte mehr. So sehr tut mir das weh. Wie manche Menschen, wie die diese Dinge rechtfertigen, die einfach menschenverachtend sind so und sagen, ja, passt schon. Und die Leute, die gerade an Impfungen sterben, die jungen Leute aus dem Fitnessbereich, aus dem Sportbereich, die einfach sterben, Digga. Einfach so. Ja, Bro, ist gerechtfertigt, weil Sicherheit geht vor. Kollateralschäden, was willst du machen? So. Dicker, habt ihr noch ein Herz, Alter? Lass mal ein bisschen zwischen zusammen. Covid-19, ja, kann eine gefährliche Erkrankung sein, besonders für ältere Menschen kann sie ja tödlich sein, das ist so. Aber das ist jede Grippe. Eine Epidemie nationaler Tragweite, das ist ja der Begriff, der auch die ganzen Maßnahmen dann gerechtfertigt hat. Diese Epidemie bestand zu keinem Zeitpunkt und drohte auch zu keinem Zeitpunkt. Guck mal, der schreibt rein, besser als wenn die alle sterben, Bro. Man muss Prioritäten setzen. Die ganzen Leute, die gestorben sind wegen Impfnebenwirkungen, gerade die jungen Leute, die einfach so umgekippt und gestorben sind, wären nicht gestorben, hätten sie sich nicht impfen lassen, Bro.
mach dir das mal bewusst. Mach dir das einfach mal bewusst, was du hier erzählst. Und versuch mal wieder zu lieben. Versuch mal in dein Herz reinzugehen. Versuch mal selbst zu denken. Ich weiß, es fällt Leuten schwer. Ich weiß, es ist auch nicht mehr so einfach heutzutage. Versuch mal dein eigenes Gewissen, deine eigenen Gedanken, dein eigenes Herz anzuschmeißen und nicht nur das zu wiederholen, was in den Medien erzählt wird. So. Und dann wirst du ganz schnell darauf kommen, dass es nicht gerechtfertigt war, Bro. Und dass du hier verteidigst, dass Menschen einfach so gestorben sind und dass es besser so war, das ist einfach nur unmenschlich für mich persönlich so. Weil das zeigt mir, dass du gar nicht denkst selbst. Null. Das Einzige, was das zur Pandemie gemacht hat, war der Test. Und einen solchen Test bei Gesunden anzuwenden, ist medizinischer Wahnsinn. Vollkommen irre. Dieser Test ist entwickelt worden, um eine Differentialdiagnose im Krankenhaus zu unterstützen, was der vielleicht haben könnte, der Symptome hat. Aber symptomlose zu testen, ist völlig irre. Also die Testfehler, positive, falsch positive Fälle und so weiter. Und es ist die Pandemie wurde herbeigezaubert durch diese Tests. Die Atemwegserkrankung, die ich kenne, ja, die als Erkrankung zählt, obwohl derjenige überhaupt keine Atemsymptome hat. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also nehmen Sie den Test weg und wir haben keine Pandemie. So, das ist doch so einfach schon ausgedrückt. Ich frage mich, wie man das nicht verstehen kann. Hättest du nicht getestet, hättest du keine Pandemie gehabt. Du hättest keine Menschen einfach so vor dir umkippen sehen. Keine jungen Leute wären mit Herzmuskelerkrankungen einfach gestorben. Die wären nicht da gewesen. Bro, hättest du keine Tests gehabt, hätte es keine Pandemie gegeben. Alleine das zeigt doch schon. Ah, Kinnas, ey. Ey. Also, verrückt. Und Lockdowns waren voraussehbar sinnlos und schädlich. Das war alles klar gewesen. Stimme ich hundertprozentig zu. Sag ich dir so, wie es ist. Also stimme ich hundertprozentig zu, was hier im Video erzählt wurde. Gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Es ist immer wieder verwunderlich, wie sich hier so ein paar Konsorten einfach einfinden und dann diese ganzen Sachen verteidigen immer noch so, weißt du? Auf der anderen Seite muss man halt einfach sehen und sagen, dass die meisten, Großteil der Leute immer noch so denken. Und das sind auch genau die, die damals mitgemacht haben und es möglich gemacht haben, dass überhaupt so ein Lockdown stattfindet und dass diese Maßnahmen in Deutschland überhaupt umgesetzt werden können. So. Es ist einfach so. So. Da kann man einfach nichts zu sagen, Bro. Ich hoffe, dass man den ein oder anderen vielleicht anregen kann, neu zu denken, umzudenken, selbst zu denken.